Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video heute. Heute reden wir über die Speere in Guild Wars 2 Chantier Wilds und was wir hier erwarten können. Starten wir heute einmal mit einem kleinen Q&A. Es gab also viele, viele Fragen, die die Spieler hatten zu den Speeren in Guild Wars 2 Chantier Wilds und wir gucken uns heute mal so ein bisschen an, worauf hier geachtet wurde, was also praktisch die Inhalte werden und welche Fragen die Community an die Entwickler von Guild Wars 2 hatte. Die erste Sache ganz wichtig erstmal vorneweg schon mal ist, dass die Speere also eingeführt werden, lore-wise, über diese Tiefland-Kodern. Das heißt, wir haben hier also praktisch eine stark erprobte Rasse, die diese Speere schon immer benutzt, und das macht das Ganze natürlich ein bisschen logischer, weil wir müssen natürlich irgendwie ins Spiel bringen, warum man Speere auf einem Überland benutzen kann. Der sogenannte terrestrische Speer, so wird er genannt, ist natürlich eine Waffe, die also dann in einer Zweihandwaffenart benutzt wird. Das ist auch eine Frage gewesen an die Entwickler, das heißt, hier gab es einige, die sich überlegt hatten, wäre halt ganz geil, wenn wir die praktisch als Einhandwaffe nutzen können, also doppelt. Aber in jedem Fall wird bei jeder Klasse der Speer benutzt werden als Zweihandwaffe, genauso wie unter Wasser, so auch über Wasser als terrestrischer Speer. Sehr seltsamer Name. Dann ging es auch außerdem um die Effekte, die Animation. Wir gucken uns die Speere an, wenn sie wirklich ins Spiel kommen, weil dieses ganze Preview-Gedöns gefällt mir gar nicht. Da weiß ich immer nicht genau, ob das jetzt auch wirklich so dann übermittelt wird im August. Und hier war ganz klar die Information, dass wir brandneue Animationen und Effekte bekommen. Guild Wars 2 und Arena ist ja bekannt dafür, dass sie sehr, sehr gerne verwursten, also alte Sachen wieder und wieder benutzen. Aber wir haben das schon in den Preview-Videos auch gesehen, dass wir also hier wirklich sehr individuelle und besondere Fähigkeiten bekommen werden. Außerdem war es natürlich wichtig zu erfahren, inwieweit die Speere eigentlich alle gleich benutzt werden oder individuell benutzt werden. Das kann man schon ganz gut in den Preview-Videos sehen. Es ist praktisch so, dass man natürlich beim Speer erstmal daran denkt, okay, das ist ja irgendwie eine Nahkampfwaffe. Ich meine, man könnte den werfen. Wir sind ja in einer Fantasy-Welt. Natürlich hat man nicht nur einen Speer und muss den wieder rausziehen. Also wir haben praktisch die Speere als Fernkampfwaffen, auf jeden Fall bei manchen Klassen als Nahkampfwaffen. Und besondererweise so ein bisschen der Stabtypus, aber auch als magischer Fokus, also praktisch auch für die Zauberwirkenden, ist der Speer praktisch dann nicht auf einmal irgendwie ein Stechereien-Ding, sondern es geht auch darum einfach, dass man hier Speere also auch ganz, ganz divers benutzt, einfach als magischer Fokus für Zauber. Dann natürlich die Frage für viele, weil wir Speere ja auch als Unterwasserwaffen haben. Es ist praktisch so, dass die Speere in Guild Wars 2 Chantier Wilds benutzt werden auf dem Unterwasserplatz individuell und auf dem Überwasser, also terrestrischen Platz, auch individuell. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, ich möchte gerne Speer im Wasser spielen und Speer über Wasser spielen und ihr wollt einfach ganz flüssig ins Gameplay wechseln, müsstet ihr zwei Speere rausrüsten. Das heißt also am Ende des Tages, deshalb kommt ja auch ein neuer Speer rein entsprechend, ist also dann eure Aufgabe eigentlich zwei Speere zu craften, zumindest für beide Slots, denn ihr könnt natürlich nicht wild hin und her wechseln, es sei denn ihr nehmt natürlich die Waffe, legt die vor dem Wasserbesuch ab und legt sie dann als Unterwasserwaffe an, aber ein Speer für beide geht nicht. Dann ist natürlich die wichtige Frage für viele Spieler, wie schalte ich den frei? Den Speer als Waffe gibt es also wirklich nur, wenn ihr Chantier Wilds kauft, und natürlich ist der praktisch gekoppelt storywise an den ersten Beherrschungspfad der Kodan, der Tiefland-Kodan, und im Welt gegen Welt sowie im PvP natürlich freigeschaltet. Einmal im PvP einfach so und im Welt gegen Welt, indem ihr das ganze Ding einfach kauft. Ingenieure und Elementarmagier hingegen können natürlich auch unter Wasser weiterhin keine Speere verwenden, auch eine wichtige Information. Für mich persönlich wäre es logisch gewesen, wenn sie es über Wasser nutzen, dass sie es jetzt auch unter Wasser nutzen, aber alle Klassen, die vor dem Add-on keine Unterwassersperre benutzen konnten, können es auch nach dem Add-on nicht. Und hinzu kommt eine ganz wichtige Information: ja, natürlich könnt ihr einfach alle Skins, die ihr jetzt unter Wasser bisher benutzt als Speerskins, auch über Wasser nutzen. Da gibt es ein paar, die sich schon sehr, sehr gut auch als Kampfspeer eignen. Manche sehen ein bisschen seltsam aus. Und zu guter Letzt ging es dann um die Daten, das heißt, auf welche Daten können wir uns ein bisschen einlassen, und da haben wir als Information, wenn dieses Video online kommt, ist es vielleicht noch ein Tag bis dahin, dass am 21. Juni, also am Freitag, in der Woche, in der das Video online kommt, um 21 Uhr MESZ, also mitteleuropäische Zeitzone, das Ganze in einem Livestream gezeigt wird, die Fähigkeiten und Co. Und wir können es dann entsprechend am 27. Juni ab 18 Uhr abends praktisch dann testen. Das heißt also Beta-Wochenende bis zum 30. Juni, in dem ihr also dann auch wirklich euer Feedback geben könnt. Und das ist was sehr Gutes, deshalb nutzt das bitte auch. Das heißt, wenn ihr merkt, die Fähigkeiten sind irgendwie ein bisschen buggy oder es gibt Probleme bei der Skalierung, die fühlen sich scheiße an, ist das genau die Zeit, diese drei Tage, an der ihr das einfach rückmelden könnt, sagen könnt, hey, pass auf, da gibt es Probleme, und dann einfach dort entsprechend melden. Ich persönlich kann euch sagen, dass ich mich auf die Speere als Landwaffe zwar freue, es mir als Feature aber ziemlich am Arsch vorbeigeht, aber schauen wir mal, was wird.